Und willkommen zu Minecraft Adventure Map, wieder zurück, immer noch zu The Jumper, mit einer kleinen neuen Besonderheit. Und diese kleine neue Besonderheit ist, dass wir jetzt einen, nicht einen Hamachi-Server mehr haben, sondern dass wir jetzt einen Nitrado-Server haben. Ja, und das ist jetzt optisch, wir können jetzt hier richtig gut aufnehmen und es leckt nicht mehr. Ja, weil Chris und ich haben gerade schon mal so ein bisschen rumgetestet, hier, vor allem hier im, nee, nicht hier, sondern hier im Jump'n'Run getestet mit den Pistons oder hier mit dem Minecart. Es läuft alles wunderbar hiermit. Und ja, es geht jetzt weiter hier in Nummer 21 mit einem Glitch. Und ich hoffe, ich komme durch diese Tür hier. Ah, ich komme nicht durch. Also ich habe zwar jetzt nur 20 FPS, ne, aber es leckt halt wirklich nicht. Ja, das ist natürlich das Optimale. So, ja, und ich werde hier teleportiert ohne Ende. Boah. Was haben wir denn hier? Painting, Alibaba, Kebab, Westland. Oh Gott, ist das hier am Klitschen. Hammerhart. Aliban und das ist. Achso, das ist Aliban. Ja, was soll uns das jetzt sagen? Du hast eine 4 über dir. Du auch. Ach, Moment mal, sind das 5 Bilder? Ne, das sind noch mehr als 5, oder? Für den Code. Da steht eine 2 bei dir, jetzt eine 4. Ja, das ist das der Code, ne? Dann müssen wir nochmal von Anfang durchlaufen, oder? Ja, genau. So, hier. Eine 3. Eine 3, okay, also. Hier mit oh, nee, also nicht die 7. 3. 9. 3, 9. 3. 3, 9, 3. 4. 3, 9, 3, 4. 2. Okay, dann haben wir. Also 3, 9, 3, 4, 2 war es, ne? Ja, jetzt hast du wieder eine 4. Hä? Ja, welcher Code ist ja jetzt richtig? Du hast eine 4 jetzt gerade. Boah. Hier ist 9, 9, 9, 9, 9. 4. 3 hast du jetzt. 3, ja. 9. 9. Jetzt 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Jetzt waren es ja nur 3 Zahlen. Das ist ja nicht so toll. Warte mal. Dann geh du jetzt mal durch, dann beobachte ich jetzt mal bei dir, was bei dir passiert. So, jetzt sind da 9. 3. 4. 3, 4, 2. 4. Ja, dann kommt wieder der Glitch. 3. 4, 2. Jan, ich müsste mal kurz telefonieren. Ja. Das ist sehr, sehr gute Frage. Weil, was ja ganz wichtig ist, der Code muss ja fünfstellig sein. Haben wir mittlerweile rausbekommen. Ja, zu den anderen zwei Sachen, die wir in der letzten Aufnahmesession nicht geschafft haben, ist zu sagen, dass bei der einen Challenge mit der Experience eigentlich Experience kommen sollten, die irgendwie bei uns nicht gekommen sind. Und bei dem Raum Smooth sollte tatsächlich irgendwas an der Wand stehen, aber ja, hat ja irgendwie nicht ganz geklappt. Das ist natürlich die gute Frage. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal selbst hier durch.
Und das kann man doch, glaube ich, da oben erkennen. So, jetzt los. 9, 3, 4, 2, 4. 9, 3, 4. 9, 3, 4, 2, 4. 9, 3. Oh Gott, ist das. Ist das ein. Versuchen wir das mal. Also 9. Oder Moment mal, wir schreiben uns mal am besten auf. Hier mal Zettel und Stift. Ist vielleicht einfacher, weil durch diese Hin- und Her-Teleportiererei, weil es ja ein Glitch ist, kann man das ja gar nicht mehr merken. Also wir haben den 9 als erstes. So. 9. 9. 3. 4. 2, 4. Okay, dann versuchen wir es mal damit. Also ich gehe jetzt schon mal nach vorne, damit dieser Glitch hier mal aufhört. Das ist ja fürchterlich. Wurde auf 4 gesenkt. Der Punktestand, was für ein Punktestand. Naja, was ist, wäre mir noch genug erfahren. Es wäre auch mal nicht schlecht, wenn wir mal ein Blatt Papier bekommen würden. Ohne Blatt Papier kann ich nicht schreiben. Oder liegt hier noch irgendwas rum vielleicht? Nee. Gerade nicht, aber ich könnte mal ein bisschen ein paar Blatt Papier brauchen. Oder liegt das jetzt daran, dass Chris noch da drin ist? Nee, halt. Geht der Game Mode nicht? Das geht wahrscheinlich nicht, weil Chris da noch drin ist. Zeitüberschreitung? Was ist denn da jetzt kaputt? Jetzt bin ich ja schon wieder da in den Raum. Ja, jetzt hat der Glitch gleich mich vom Server verbannt. Das ist auch nicht schlecht. Da wird man natürlich gleich mal vom Server geschmissen. Hoppala. Und man stößt sich gegen das Headset. Ah, jetzt auch Blatt Papier. Okay, dann versuchen wir es mal. Mit der 9, 3, 4, 2, 4. 9, 3, 4, 2, 4. Code-Checking. Wie sieht's aus? Opening Room 22, sehr gut. Okay, dann warten wir mal davor. Mal gucken, ob jetzt der Game Mode geht. Game Mode 1. Oh, das war. Bin wieder da. Okay, ich habe den Code rausbekommen. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe einfach. Na gut, jetzt geht's nicht mehr. Weil du. Damit du die Zahl sehen kannst, musst du einfach nur auf Tab klicken. Und da konntest du ja sehen, dann war der Code 93424. Wie wir gesagt haben. Okay. Also alles in Ordnung. Ja, Jan, okay. Weißt du vielleicht, wie man bei Word, ne? Ja. Wie man Hochzahlen schreibt, weiß ich ja. Aber weißt du, wie man Zahlen nach unten schreibt? Nach unten? Also ja. Du meinst zum Beispiel in der Chemie so. Ja, genau. So Zahlen nach unten. Boah, auf Anhieb weiß das jetzt aber auch nicht. Okay. Müsste ich nach der Aufnahme mal schauen, wie das vollstande geht. Jetzt sind wir auf jeden Fall in Raum Nummer 22, der 346F6465 heißt. So, und jetzt kommen da so Zahlen, ständig Nullen und Einsen. Boah. Was soll das heißen? Ja, vor allem, es kommen ja nur Nullen und Einsen irgendwie. Ja, Nullen, das ist ja nur, wenn ihr drin bist. Wenn ihr draußen stehst, stehen bei mir nur Einsen. Aha. Hier ist auch Null. Also 9, wenn man reingeht, stehen Nullen. Tatsächlich. Nee, jetzt stehen auch Einsen. Ja, geht's 1, 0, nur 1, 0, 1, 1,
Also ich vielleicht soll das irgendein Code darstellen. Mit Nullen. Moment mal, wenn auf die Raute kommt, hört's da auf. Moment mal, dann schreibe ich mir das mal mit. So, jetzt 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Boah, jetzt habe ich eine riesige lange Zahl. Bestehend aus 1 und Nullen. Wobei, ich kenne das ja aus der, ich interessiere mich ja ein bisschen für Informatik. Ich kenne ja aus der Informatik, da ist ja so, dass die Zahlen ja nur aus Nullen und Einsen bestehen. Okay. Oh Gott, da müsste man das mal in so ein, mal gucken, ob es da im Internet sowas gibt, so eine Seite, Com. Binärzahlen sind das genau. Binärcode ist das dann. Mal gucken, ob es da sowas gibt. Oh, hast dafür auch eine App? Nee. Nee, dafür keine App. So, Binärcode-Umrechner. Gucken, ob es sowas gibt hier. Umrechnen von Zahlensystemen. Binär, ja, mal gucken. 1, 2, 3. Also das Interessante ist, es kommt auf jeden Fall eine vierstellige Kombination raus, wenn Aber. ich den eingebe. Dann versuch's mal, bist du. Ne, bist du noch nicht vorne. Ich laufe. Ja, mal gucken, ob das die ist. Also von so einer Seite Arndt Brunner hier. Mal gucken, ob es das gibt. Das wäre dann, oh, ich schreibe mir auch mal den Code auf. Ja, sag. 3, 4. Ja. 7, 3, 4. Gucken, ob das der Code ist. Das wäre es ja jetzt auch noch. So. Ja, halt mal meinen Kopf rein. 23. Open Ja, Room. es stimmt. Ach du Tatsächlich. Scheiße. Ja, das musst du auch mal bedenken. Du musst auch erstmal drauf kommen, dass das ein Binärcode ist. Wenn du da jetzt nicht so Interesse auf Informatik wie ich hast, dann hast du da natürlich ziemlich verschissen. So, hier steht F3. Okay, F3-Ansicht. Wahrscheinlich. Und dann B. B ist bei mir Swarmland. Wo steht denn hier ein B? Wenn du F3 drückst, Ja. vorletzte Reihe. Vorletzte Reihe. Ja, vorletzte Reihe. Ah ja, genau. Ja, oben steht aber bei E Doppelpunkt, steht bei mir B Doppelpunkt 0. Ach, da. Ja, nur da ist ja ein kleines B abgebildet auf dem Schild. Ah, so, Moment mal, okay. weil hier ist Ice Mountain, hier ist Mushroom Island. Da oben ist Swampland, Mushroom Island. Ja, also bei mir ist irgendwie so, auf der linken Seite ist Mushroom, in der Mitte ist Swampland, also Sumpfland, und rechts ist Ice Ice Mountains. Mountain. Ja. Ist hier noch irgendwas auf der anderen Seite? Nee. Jetzt, Moment mal, notiere ich mir jetzt auch mal gleich hier auf den Zettel. Also wir haben einmal Pilz, Sumpf Oh, jetzt habe ich auch 60 FPS wieder. und Eis. Mountain, na gut, Eis Mountain. Eis M. Naja, 60 FPS habe ich zwar nicht, aber das. Ja, wenn man im Game Mode ist, scheiße! Oh Gott!